Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist keiner da? Frau Ministerin, die Ministerin fehlt wie immer bei Digitalisierungsdebatten hier in Hessen. Die Tatsache, dass hier heute niemand da ist, liegt in einer ganz einfachen Tatsache begründet, nämlich, dass es keinen eigenen Einzelplan des Digitalisierungsministeriums gibt. Und das liegt daran, dass es kein Digitalisierungsministerium gibt, sondern nur eine Abteilungsleiterin der Staatskanzlei im Range einer Ministerin. Und deshalb hören Sie jetzt eine ungehaltene Rede. Und es ist eine sehr ungehaltene Rede. Ungehalten deshalb, weil auch nach knapp 2 Jahren Amtsdauer es zwar eine Ministerin für digitale Strategie gibt, aber in Hessen keine digitale Strategie. Und ich vermute einmal, das liegt gar nicht so sehr an der Ministerin. Sie hat ja durchaus Veränderungswillen. Aber das liegt daran, dass man ihr ein Bonsai-Ministerium zusammengeschustert hat, zusammengestellt hat, das keine wirkliche Wirkung nach außen entfaltet. Die Digitalisierungsministerin könnte doch jetzt in der Corona-Krise die Anführerin der Digitalisierung in allen Bereichen sein. In allen Bereichen. Aber wo bleibt denn die schnelle und umfassende Vernetzung der Gesundheitsämter mit Labors und App? Es wird immer noch ganz wild rumgefaxt. Wo zeigt denn die Ministerin, dass sie es ernst meint mit New Work in ihrem Ministerium und in der Landesregierung insgesamt? Immer noch Silo-Denken in Einzelbüros, das ist nicht der Weg in die Zukunft. Und wo bleibt denn der Beitrag der hessischen Landesregierung zur Beseitigung der Funklöcher? Immer noch 000 geförderte Masten. Wo bleibt denn der flächendeckende Distanzunterricht an hessischen Schulen? Immer noch kein Konzept und eine nicht wirklich rundlaufende Plattform. Herr Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft hat es auf den Punkt gebracht. Die haben ein Digitalisierungsministerium eingerichtet. Da sitzen 70 Leute, neue Stellen. Warum haben die denn nicht die Digitalisierung der Schulen betrieben? Wir konnten doch erkennen, dass das bisherige Digitalisierungskonzept hier nicht trägt. Da gibt es ein Ministerium und das ganze Land Hessen fragt sich, was haben die seit einem Dreivierteljahr, seit ihrem Bestehen eigentlich getan, außer eine viel zu überteuerte Liegenschaft am Kochbrunnen angemietet zu haben? Und das mit der Anmietung ist auch irgendwie programmatisch. Sie haben es sich als Christdemokraten gemütlich eingerichtet nach 20 Jahren in der Regierung. Aber Digitalisierung braucht kein Business as usual. Digitalisierung braucht Dynamik, braucht Disruption, braucht Voranschreiten und davon gibt es zu wenig in diesem Land. Und Frau Ministerin, Sie betonen auch jüngst in Presseaussendungen, Digitalisierung muss für den Menschen da sein. Und in einer weiteren, künstliche Intelligenz, KI, hat Chancen und Risiken. Diese Erkenntnis ist nach 2 Jahren im Ministerium wirklich zu wenig. Deshalb mein Weihnachtswunsch, gehen Sie nicht zu jeder Masteinweihung, eröffnen Sie nicht jede digitale Dorflinde, ziehen Sie lieber mit Ihrem Ministerium aus dem überteuerten Taunuspalais aus und suchen Sie einen Nachmieter, suchen Sie sich stattdessen eine alte Industriehalle und leben dort New Work. Seien Sie Vorbild für die gesamte Verwaltung und Motor der Digitalisierung, ob es bei der Corona-Bekämpfung ist oder bei der Digitalisierung der Baubranche. Bauen Sie ein Center of Open Data. Machen Sie Hessen zum Zentrum für 6G. Bringen Sie dieses Land digital auf die nächste Stufe. Dann haben Sie unsere vollste Unterstützung im neuen Jahr. Herzlichen Dank.